Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Radiant Dawn. Wir befinden uns hier im ersten Teil des Finales von Part 4 und halt auch des ganzen Spiels. Lindsay wird jetzt erstmal kurz Ike und Darahan wieder aufwecken. Und naja, dann wird sie wahrscheinlich ein Level abkriegen, was ziemlich gut ist. Das kann sie nämlich gut gebrauchen. Und dann soll Soren gleich mal Kurt Naga wieder zusammenflicken. So. Ich wünschte halt echt, dass Sanaki auch noch Schäbel führen könnte. Oh, schön, sie hat Geschwindigkeit gekriegt. Kann sie gut gebrauchen. Sehr schönes Level. Und er hat Geschwindigkeit dazu gekriegt. Das freut mich doch immer. So, den mal weiter bearbeiten. Dann kriegt er zumindest ein Level up. Na, immerhin Geschwindigkeit. Er hat 24, jetzt wird er nicht mehr gedoppelt. Wieso wurde der gerade eben von dem gedoppelt? Ist sein eigener... Dein Hauch ist doch nicht so schwer für ihn. Er hat 22. Er hatte 21. Er hatte 24. Braucht man nur 3 zum Doppeln oder was ist da los? Naja, jedenfalls sollte das jetzt vorbei sein. Ach, ich vergaß. Die kriegen ja quasi mal zwei, also plus 2 immer pro Level ab, wenn sie verwandelt sind. Na, meine Verteidigung. Also er hatte halt vorher 20, weil er 10 Geschwindigkeit hatte. Jetzt hat er 11, also 22. Daran lag's. So, der Typ mit dem Doppelbogen ist weg. Das heißt, Mikaya hat hier ziemlich freie Fahrt. Kann sich mal noch ein paar extra EP verdienen. Hat sich ja gelohnt. Gut, dass wir darüber geredet haben. So, wieder rauf damit. Der daran. Du musst leider ein bisschen vorgeschwächt bleiben. Sonst ist ja die letzte Schlafrunde. Einmal auf Darahan, das war ja zu erwarten. Er kriegt den Heal. Tahaha, wärmt euch in meinem Glanz! Er hat gerade Schweigen mapweit ausgelöst. Mikaya hat Gott sei Dank genug Resistenz gehabt, dass sie das gar nicht betrifft. Die, je höher die Resistenz ist, desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, das zu überstehen. Was ziemlich cool ist, weil halt Schweigen halt nur die Leute betrifft, die Magie anwenden können. Schweigen sorgt nämlich dafür, dass sie keine Magie mehr anwenden können. Ah, was eh noch fehlt. Oh, der will es jetzt aber wissen. Au. Schade, dass Corona nicht heilt, wie scheint. Das wäre halt viel besser. Stattdessen halbiert zu die Trefferfolge. Das ist halt so ein schlechter Skill. Das ist tatsächlich wahrscheinlich der schlechteste. Oh, noch mehr Geschwindigkeit. Also den würde ich auf jeden Fall ganz weit unten auf der Top-Tier-Liste für die Okkult-Skills setzen. Na, ich wünschte, Ena würde ein bisschen mehr Stärke dazu kriegen. Au. Oh. Das macht mich traurig. Die hassen Mikaya aber auch, da kann es sein. Ein mächtiger Angriff. Ich glaube, Thoran war das. Schön, dass sie die alle so konsequent mit Corona einfach aus dem Weg räumt. Könnt ihr mal sehen, wie tödlich Corona ist. Ach, noch mehr Speed und Verteidigung. Nice.
So, wir können Darahan mal kurz heilen. Der hat's nötig. Und Tiban braucht einen Heal. Der ist gerade ziemlich unangenehm erwischt worden. Nikaya kann auch einen Heal kriegen. Wir können uns eigentlich ein bisschen zurückziehen und Mikaya das machen lassen. Mikaya hat ziemlich gute Resistenzwerte. Sie hätte da doch nur noch zweimal, die will ich mir aufsparen. Ach, was sie mit Opfern übrigens auch machen kann. Sie kann halt einfach den Schweigestatus von den Leuten wegnehmen. Und kriegt dafür noch 10 EP. Das ist ziemlich gut. So, wir ziehen uns mal ein bisschen zurück hier. Ich glaube, Sanaki kann hier eigentlich stehen bleiben. Wobei, ich will halt eigentlich eher, dass Mikaya die EP kriegt. Sanaki ist schon ziemlich hochgelevelt. 36. Ja gut, sollen die mal versuchen, neben ihr Schaden zu machen. Das ist wieder 22. Mikaya verfrühstückt die. Gucken, dass Rayson gleich nicht in der Reichweite steht. Das wäre halt ziemlich blöde. So. Und so, du musst natürlich da genug ran für den Support. Irgendwann haben die kein Purgativ mehr, das sie schützt. Oder wir sind hoch genug gelevelt, dass wir sie kaputt machen. Ich könnte es euch aussuchen. Mein Kult Naga hat Zeit, der verwandelt sich nicht wieder zurück. Und Drachen verwandeln haben sowieso einen ziemlich langsamen Verwandlungsrhythmus. Von daher kann Ina auch noch eine Weile verwandelt bleiben. Nur die machen hier halt nicht viel. Na, wo will er denn hin? Das war ziemlich dumm von ihm. Er kann nämlich jetzt nicht mehr handeln. Und naja, er steht direkt bei unseren Einheiten. Daneben. Namikaya kann ihn leider nicht besiegen. Aber die kann sie vorschwächen. Das können wir sogar mit Stella machen. Ich glaube, Stella hat sogar einen Dialog mit Lekain, weil Lekain ist ja ursprünglich Stellas Verlobter gewesen. Das war ja der Grund, warum sie damals abgehauen ist, wenn wir uns erinnern. Und er hat sich auf einen Magieball gestellt. Das ist ja ein Schuft. Immerhin hat sie noch ein bisschen EP gekriegt. Na, Hauptsache Stärke. Ich glaube, Stärke ist bei ihr bald auf Maximum, ne? Daneben. Bald hat sie ein Level-Up. Gott, Naga, bist du auch gleich ein Level-Up haben, ne? Au. Schon witzig, dass Kurt Naga fliegen kann und Ena nicht, ne? Mach was draus, Junge. Oder lass es bleiben. Ja, versuch mal, Volok zu treffen. Na, Hauptsache, die stehen in Position. Also für Ena und Kurt Naga ist das ja echt ein Kampf gegen Windmühlen. Naja, es ist ein Kampf, den sie gewinnen. So, Lin ist ja frisch ans Werk. Doch, schaffst du gar nicht, verdammt.
dem Sohn und dann sollte mal ein paar EP kriegen. Ich weiß gar nicht genau, wie das ist, ob sich Verderben halt auch aktivieren kann, wenn er den Gegner töten würde. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich kann mich auch nicht entsinnen, ob das schon mal passiert ist. Nein, ist das hier gerade totaler Overkill. Aber ich will halt, dass Tiban gleich aus der Reichweite rausfliegt von den gepanzerten Einheiten. Da kommt nur er ran. Rette dich, Sote! Verdammt, das bringt nicht mehr so viel. Dann können wir den gleich mit... Keine Ahnung, wen da rausholen. Braucht den hier noch EP? Linzer kann das gebrauchen. Die muss da eh weg. So, dann setzen wir kurz. Absetzen. Razor. So, einen Tote können wir da auch eben rausretten. Retten. Nehmen. Absetzen. So, Sote sollte immer noch in der Reichweite sein. Gut. Mikaya kriegt immer noch ihre plus 15 Ausweichquote, dass sie halt gegen da was ausrichten kann. Gut, noch ein Level up, dann hat sie Resistenz auf Maximum. Verteidigung hat sie auch bald auf Maximum, genau wie Stärke. Na gut, ihre Caps waren halt vor dem Aufstieg schon voll, also sind sie schon jetzt schon relativ hoch. Aber an sich sollte sie das halt schaffen. Das Schöne ist, er hat den Fortschrittsstab, das heißt, er kommt da nicht weg. Machen wir ihn fertig. Lord Lekain. Hm? Ihr seid aus der Familie der Damiel. So ist es. Es ist schon eine ganze Weile her, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ihr mich so ohne weiteres vergesst. Damals war ich zwar nicht sicher, aber es wäre wirklich ein unverzeihlicher Fehler gewesen, euch zu heiraten. Ah, ihr nehmt den Mund ganz schön voll für eine mittellose Söldnerin. Ihr wart Lekains, Herzog Gallus nie würdig. Lekain. Oberster der Senatoren und Auserwählter der Göttin selbst. Tja, das war ein bisschen Pech für ihn, dass er sich hierhin geportet hat, wo wir sind, ne? Ist ein bisschen blöd gelaufen, würde ich sagen. Kommt Sanaki daran? Na, wir müssten sie stoßen und dann hätten wir keine Garantie. Machen wir es mit Ziak. So. Das ist für all die Lagus, die deswegen wegen dem gestorben sind. Zirks Rache ist vollständig. So vollständig, dass er einen ganzen Resistenzpunkt dafür gekriegt hat. Na, besser als nichts. Das kann nicht sein. Ich wurde auserwählt. Auserwählt. Ja, auserwählt mein Hintern. So. Wow, Wacht hat sich aktiviert. Wie schön. Der Typ wollte eh keine Chance anzugreifen. Ina so mal tust sich nur Libikraut hören. Und Sören kann sich ein paar EP generieren, indem er Naga heilt. So, Mikaya hat 30. Wow, ganz schön gestiegen. Sie hatte 27, als das Kapitel angefangen hat. Ah, das reicht, um die weg. Das reicht, um die ins Nirvana zu doppeln. Dadurch, dass Lekain uns den Gefallen getan und uns sich zu uns hingeportet hat, kann er jetzt auch nicht mehr seinen Schweigezauber ausführen, mit dem er vorhin alle ins Schweigen versetzt hat. Weil, naja, er ist tot. Ich habe gehört, Tote bringen einen nicht so schnell zum Schweigen. Die schweigen höchstens selbst. Und Level up für Ena. Na, immerhin Magie. Versuch dein Glück, Junge. Versuch es. Dachte ich mir. So,
Also ich meine, die machen zwar ganz guten Damage, wenn sie treffen, aber bei 19 müssen sie halt auch erstmal treffen. Und selbst wenn Mikaya würde von seinen Werten jetzt, wenn wir seine Werte nehmen würden, müssten die sie dreimal treffen, damit sie down geht. Was halt ziemlich unwahrscheinlich ist, dass sie dreimal getroffen wird. Also einmal kann halt passieren. Dreimal ist sehr unwahrscheinlich. Tja, so hat leider nur seinen Stab. Hussa! Gibt immer ein Waffen-EP. Aber halt hier um die gepanzerten Einheiten kann es sich mit Tani halt einfach am besten drum kümmern. Und sie kann die EP ganz gut gebrauchen, weil sie ja gerade erst ihren Klassenaufstieg hatte. Noch mehr Geschwindigkeit und sie hat ihre Resistenz auf Maximum. Wir müssen uns mit Mikaya gleich so hinstellen, dass die sie nicht aus von dem Magiewallfeld aus angreifen können. Guten Tag. Na, Gott sei Dank sind das nur Bischöfe. Ja, langsam. Tja, du bleibst da lieber stehen. Da können sich die anderen drum kümmern. Kein Ding. Dann kriegen die halt auch ein bisschen was zu tun. Die Bischöfe sind halt in Radiant Dawn schon ungefähr. Eigentlich sind die meistens total ungefährlich. Liegt halt aber auch daran, dass Lichtmagie normalerweise nicht so stark ist. Da ist Tani halt echt noch die Ausnahme. So, einfach mal der Reihe nach alle wegschnitzeln. Dann kriegt Elisa sogar ein Level-Up. Wie schön. Oh, schön Stärke und Geschwindigkeit. Das kann sie echt gut gebrauchen. Kannst du das Silbermesser finden, Junge? Da brauchst du nicht mal die guten Waffen. Wie gesagt, die Bischöfe sind halt so gar nichts. Kriegt sie gleich ein Level ab. Das ist auch gut. Dann sehen wir mit Rayson gleich für Sote, damit er sich wieder in die Mikaya packen kann. Daneben. Ja, das war auch daneben. Aber ich bin sicher, dass ich daran das Fiona teilen möchte. Die möchte den Kill bestimmt wen anders geben. Oh, schön. Ihre Verteidigungswerte sind noch Maximum. Guck mal, hier Sanaki. Die ist doch prädestiniert dafür. Das hat sie mit Absicht gemacht, da bin ich mir absolut sicher. Stärke und Geschwindigkeit, das wird hier immer besser. Ach. Sie kann fast Bolgan ohne Abzüge führen. Arkuston, also das Einzige, was sie momentan noch führen kann, ohne Abzüge führen kann, ist halt Cymbeline und Arkuston. Aber das ist nicht so wild. So, Rayson singt mal eben kurz für Sote. Wie gesagt, wir müssen uns halt gleich so mit Mikaya hinstellen. Wie viel hat sie denn noch mit Tani? Auf 25, das reicht noch. Weil hier halt dieser Magiewall ist. Die kriegen halt ein paar Magiepunkte dazu. Auf der anderen Seite ist kackegal, ob die draufstehen oder nicht. Die werden halt trotzdem einfach zu Moose verarbeitet. So, die 10 Resistenzpunkte machen es dann halt auch nicht fett. So, wie weit kommen die? 1, 2,
Eins, zwei, drei, so müsste dastehen. Ja, ist okay, dann wird er zwar einmal angegriffen. Aber das ist mir halt lieber, als wenn Mikaya da ohne ihren Support steht. Dafür ist sie dann doch etwas zu fragil. Ah ja, um ihn müssen wir uns noch kümmern. Mit Surin will ich gleich Kutnaga wieder heilen. Der kriegt ja noch ganz gut Schaden. Na, wir können erstmal angreifen. Wie oft haben die ihr Kackpurgativ eigentlich noch? Helf mal, na, das kann ja noch was werden. Irgendwann schaffen wir es schon, hier einen zu besiegen. So, die kriegen halt schon weniger IP, das merkt man halt dann doch schon irgendwo. Und? Oh, nicht schlecht. Immerhin Stärke. Wie gesagt, bei ihm sind das ja immer zwei Punkte, die er kriegt. Das heißt, er hat jetzt 44. Das heißt, sein Angriff ist physisch. Ist Enas nicht auch physisch? Ja, Enas ist auch physisch. Und das, obwohl sie eine höhere Magie hat. Das ist halt so gut bei ihr. Mit Inspiration heilt sie sich im verwandelten Zustand einfach mal 32 KP. Das ist so gut. Ich wünschte, Kutnaga könnte das auch machen. Aber gut, er würde sich nur 16 heilen, der hat halt nichts an, ne? Denkst du's. Können wir den schon mal vorschwächen? Der hat keine Waffen mehr. So, einmal kurz die Lanze rauf. Ike hat die Dingses, ne? Ike hat den Doppelbogen. Ist ein bisschen weit weg. Ne, so ein bisschen. Gut. Immerhin haben wir uns um einen Progativtypen gekümmert. Wenigstens ist das ein Kapitel, wo man Mikaya noch ziemlich gut trainieren kann. Wenn man bedenkt, dass man sie eigentlich zu diesem Zeitpunkt ziemlich unterlevelt kriegt. Beziehungsweise sie ist halt im Vergleich zu den anderen ziemlich unterlevelt, weil sie halt gerade vor dem Finale einmal aufgestiegen ist. Das letzte Mal. So, die anderen sind halt schon wesentlich höher. Wir haben sie jetzt schon ziemlich hochgeprügelt. Das ist ziemlich gut. Können wir ihr für das nächste Kapitel dann die Elite abnehmen. Naja, er wäre so oder so, halt so oder so überlebt. Aber wir können ihn gleich mit dem Drachen besiegen. Wir kriegen für den Kill ja ein bisschen mehr EP. Na, er könnte es überleben. Es sei natürlich hier Corona aktiviert sich. Macht 47. Ist halt ein bisschen blöd, dass ihre Lichtmagie ein Nachteil gegenüber Anima ist. Oder Natur, je nachdem. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Er geht auch wieder auf Sorte. Und dann haben die anderen gleich auch noch ein bisschen EP übrig. Ist auch nicht schlecht. Und Sorte kann dann gleich ein bisschen vorrücken und den Bischof da oder den Magier besiegen. Also einen von den beiden. Daneben. Den anderen muss sie dann selber besiegen. Währenddessen bei den Drachen.
Au. Au. Das Nervige ist halt, dass die Drachen die nicht mal doppeln können. So, wenn sie die zumindest doppeln würden, das würde doch schon mal ein bisschen helfen. Aber halt nicht mal das machen die. Die haben 24, 22 und 22. Ja, langsam. Aber stetig. Ach, was für ein Erfolgsgefühl. Gönn ich dir, Kutnagger. Gönn ich dir. Sorin, stell dich mal dahin und sieh gut aus. Mehr musst du nicht machen. Kann Kutnagger den mitnehmen. Dann kriegt er nochmal einen Kill. Naja. Ich wünschte, seine Level-Ups wären ein bisschen besser. Aber hey, solange er kommt aus seinem Loch raus, denke ich. Oh, Mikayas Tani geht hier langsam aus. Naja, wir brauchen das Buch auch eigentlich bald nicht mehr. Wir können sie danach, wenn Tani weg ist, endlich mit Rex Aura und Nosferatu kämpfen lassen. Naja. Hat sie schon S+? Ne, sie hat nur S, aber super, wenn Tani aufgebraucht ist, hat sie vielleicht schon S+. Ansonsten kämpft sie erstmal mit Nosferatu weiter. Das sollte halt auch kein Ding sein. Muss es dastehen, auch kein Ding. Dann schubsen wir den gleich. Level up. Na, das ist doch ganz gut, das Level up. So. Die können sich Zirg und Lupia an der Seite schon mal hochkämpfen. Ach ja, er hat ja keine Waffen. Oh, wir haben gar aktiviert. Muss Stella das gleich beenden. Wenn damit Style. Also dann kann sich Alk schon mal auf den Weg zu ihr machen und ihr ihren wunderschönen Doppelbogen überreichen. Das würde ihr sicherlich gefallen. Wulu kann sich um den kümmern. Dann sind wir das Progativ jetzt schon mal los. Boah, du heilst niemanden mehr. So, nächste Runde können wir uns dann um den kümmern. Dann ist er schon mal weg. Wobei, er hat gar nichts mehr. Ihm ist nichts mehr geblieben. Das Schöne ist halt, wenn sich Razor bald verwandeln kann, können wir den halt einfach hier hinstellen. Dann können, wenn Kutnaga hier wieder steht, können die beiden wieder zweimal angreifen. Das kommt dann auch wieder geheilt. Die werden jetzt höchstwahrscheinlich beide auf Sorin gehen, aber es ist halb so wild. Sie sollten Sorin nicht wirklich schaden können. Tja, versuch's nochmal. Sorin ist dafür zu resistent. Nimm das! Und das! Hey, Moment, das hat ja gar nicht funktioniert! Da bin ich immer anderes gewohnt! Nimm das! Tja,
0 mal 3 ist immer noch 0, aber hey, dafür ist der Waffenlevel gestiegen. By the way, hätten beide getroffen, wäre Sören jetzt auf den Punkt genau tot. Nimm das. Und den hier. Wie gesagt, der Magieball macht halt 10, also die würden halt das trotzdem halt noch ganz knapp überleben. Von daher ist es halt egal, ob sie auf dem Feld stehen oder nicht. Das habe ich gesagt, 18 hatte sie, ne? Dann kann sie das jetzt noch 7 Mal verwenden, wenn sie doppelt. Oh, schön, Geschwindigkeit. Also jetzt noch 6 Mal. Jetzt sind wir bei 5. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich es tatsächlich schaffe, beide Tani-Bücher aufzubrauchen. Normalerweise schafft sie das gar nicht so. Aber gut, ich meine, sonst trainiere ich sie auch nicht so. Ich meine, an sich ist es ja immer noch ziemlich riskant, wenn ich sie so ein paar Mal treffe, war es das mit ihr. Aber die müssen sie halt auch erstmal treffen, ne? Und ihr hat das Training eigentlich ganz gut getan. Ich meine, sie hat mal eben in diesem Level, diesen Kapitel 13 Level gemacht. Das muss man auch erstmal schaffen. Oh, hi. So muss er eh weg. Dann kann er den doch mal kurz auseinandernehmen. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das gemacht wird. Jetzt aber richtig. Das gerade war nur die Probe. Yay, sein Feuerwaffenlevel ist gestiegen. Da müssen wir uns gleich noch um den in der Mitte kümmern. Das kann Darahan sicherlich erledigen. Ich hasse es, dass diese gepanzerten Einheiten immer Ewigkeiten brauchen, um einen Flieger zu erreichen. So, oh, du musst ein höher. Du musst dahin. Oh wow, wir können ihn tatsächlich besiegen. Wir schwächen den jetzt mit Kutnaga einfach vor, dann mit Ena, dann nutzen wir Razor für Kutnaga und dann können wir ihn besiegen. Das ist ja ganz unglaublich. Wir schaffen es endlich mal, einen von denen zu killen. Wir machen Fortschritte. So, Ena, jetzt will ich aber, dass du mal ein bisschen Stärke kriegst. Das ist keine Stärke. Was wir halt machen könnten, wäre ihn besiegen, dass Ena noch einen Schritt vor kann. Dann könnten die beiden jeweils gegenseitig von ihrer Nachtwut und ihrer Rotwut profitieren. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Das würde ich halt für nächste Runde mal machen. Und dann räumen wir den einen halt eben kurz mit Sören weg. So. Stärke! Stärke! Na, immerhin Verteidigung. Das ist besser als nichts. So, Mikaya hat jetzt noch 11 Tani-Anwendung. Und die bewegen sich scheinbar nur auf Kommando. Naja gut, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Beim nächsten Mal nehmen wir uns dann den Rest hier vor. Und ja, es wird dann wieder spannend. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und ciao!